Reines Beckenbodentraining bringt überhaupt nichts. Das kannst du glatt vergessen. Das sagte mir ein Klient und der war total frustriert. Der Urologe sagte ihm: Pass mal auf, du musst 100 Mal, 500 Mal den Muskel anspannen, loslassen, anspannen, loslassen und dann geht es weg. Und das war vor 3 Monaten. Und der sagte mir, der Klient: Ich bin total frustriert, weil es bringt einfach nichts. Und immer wieder sagt er: Anspannen, loslassen, anspannen, loslassen. Nee, bringt nichts. Und da sagt er, und das frustriert mich einfach. Und dann sagt er: Ja, das kann ich verstehen, dass das dich frustriert. Weil mich hat es ja damals vor über 20 Jahren auch frustriert. Und er sagte mir: Weißt, ich bin doch erst 55 Jahre alt und da darf das doch im Grunde genommen gar nicht sein. Dann habe ich gesagt: Ja, okay. Ein Auto, was mal 500.000 Kilometer auf der Uhr hat, da leiert halt mal der Kolben aus. Oder ein Muskel, der weniger beansprucht wird, der leiert einfach irgendwann mal aus. Das musst du einfach so akzeptieren, das ist einfach so. Dann sagt er: Ja, das kenne ich ja vom Sport, ich habe früher Leistungsturnen gemacht. Dann sage ich: Ja, wunderbar, also da hast du ja schon mal eine Grundahnung über das, wie die Muskeln funktionieren und warum ein alleiniges Beckenbodentraining dir gar nichts bringt. Und dann bin ich mit ihm das mal ganz im Detail durchgegangen. Und das Wichtige beim Beckenbodentraining ist, dass du da, das ist ja ein Muskel und der muss trainiert werden. Und jeder Muskel braucht eine ganze Menge Sauerstoff. Und jetzt mit der von mir entwickelten Atemtechnik, da habe ich es geschafft, dass der CO2 aus dem Körper rausgeht und dass dann möglichst viel Sauerstoff reingeht. Und sobald viel Sauerstoff in einem Muskel drin ist, erhöht sich die Leistungsfähigkeit rasend schnell. Natürlich brauchst du eine bestimmte Art von Atmung, weil du atmest sowieso jeden Tag. Aber im Laufe des Alters verändert sich das Atmen, das Atemvolumen und die Verarbeitung vom Sauerstoff. Und es ist ganz normal, das ist der Alterungsprozess, dass sich dann das CO2 im Körper anreichert. Das heißt einfach eine Leistungsminderung. Jetzt um deine Muskeln, und zwar alle Muskeln, auch hier, ich sage bewusst alle Muskeln, möglichst gut arbeiten, brauchen sie viel Sauerstoff mit einer bestimmten Atemtechnik. Die bringe ich dir dann in meinem Online-Kurs bei. Und das Weitere ist, was dann total vergessen wird, das lehrt überhaupt keiner. Jedes Organ ist ja verbunden miteinander durch die Energiebahnen. Und aus der Akupunktur weiß man ja, wenn die Energiebahnen verstopft sind, dann fließt einfach die Energie nicht mehr. Das ist dann ungefähr so wie bei deinem Auto, wenn dann die Sauerstoffzufuhr oder die Benzinleitung ein bisschen verstopft ist, dann kommt weniger Benzin durch und dann läuft das Auto halt nicht mehr richtig, der Motor. Und so ist es bei dir auch. Damit die Organe, und zwar alle Organe, gut funktionieren, benötigst du freie Energiebahnen. Und das erreichst du nur durch die Akupunktur und auch durch bestimmte Tai-Chi-Übungen, die ich mit dir mache. Und jetzt ist mal wichtig, nicht nur eine der Techniken, also nicht nur alleine Beckenbodentraining oder Atemtechnik oder die Tai-Chi-Energiebahn öffnen bringt was, sondern das Zusammenspiel von allen drei Techniken, die wir machen. Und das habe ich mit dem 55-jährigen jungen Mann durchgeübt und bereits nach 2 Monaten, sagt er, hat sich dass die Blasenschwäche dermaßen, ja, die war so gut wie weg, sagt er. Mein Leiden hat sich gemindert und war so gut wie weg. Und ich fühlte mich einfach wieder als vollkommener Mann. Ich fühlte mich so richtig energievoll wieder. Ich habe mich wieder rausgetraut auf die Straße. In Besprechungen musste ich nicht immer mit der Angst im Hinterkopf arbeiten. Gleich muss ich wieder zur Toilette und dann fadenscheinigen Grund schnell wieder rausrennen. Und alle haben es ja mitbekommen. Die ganzen peinlichen Situationen waren nicht mehr da. Ich habe mich viel selbstsicherer gefühlt. Und das hat mir viel Selbstvertrauen auch wieder gegeben. Und genau das ist der Grund auch, warum du jetzt eine Entscheidung treffen musst, dass du auch von deinem Leiden befreit werden möchtest und dass du dich wieder als vollwertiger Mann, in Klammern natürlich gilt es auch für die Frauen, fühlen sollst. Und deswegen kontaktiere mich, damit wir einfach mal deine Möglichkeiten ausloten, was ich für dich machen kann. Und ich bin mir sicher, auch dir wird es helfen. Herzlich, dein Michael.